Hier geht es weiter mit Ihrem Smartphone-Kurs und heute kommt die Aufgabe 19. In der letzten Aufgabe habe ich Ihnen schon gezeigt, wie Sie eine SMS versenden. Die Aufgabe 19 heißt jetzt, sende eine SMS mit einem angehängten Bild, das ist eine MMS. Auch dafür öffne ich wieder die App Nachrichten oder hier auf meinem Redmi 9 heißt es Messages. Ich möchte heute ein Bild an Anne versenden, deswegen tippe ich hier einmal auf die Anne. Jetzt öffnet sich die Unterhaltung mit Anne und hier ist schon eine Nachricht an Anne, kann ich eine SMS oder eine MMS versenden. Eine MMS ist eine Bildnachricht über das Mobilfunknetz. Um eine MMS zu versenden, muss ich über mobile Daten verbunden sein. Ich öffne also hier meinen Schnellzugriff, ich schalte WLAN aus, aber mobile Daten muss eingeschaltet sein. Ich schließe das wieder, um an eine Nachricht etwas dran zu hängen. Dafür gibt es natürlich wieder ein Symbol und das Symbol ist ein Plus. Ich tippe hier einmal auf mein Plus. Hier sehe ich jetzt verschiedene Symbole eingeblendet. All das könnte ich an eine Nachricht dranhängen. Das möchte ich aber heute nicht machen. Ich möchte ein Foto dranhängen und dafür habe ich hier noch mein anderes Symbol und das ist dieses Symbol. Ich tippe hier einmal drauf und damit wird mir die Kamera und meine Galerie eingeblendet. Ich möchte ein Bild aus der Galerie versenden. Ich tippe also hier auf mein Bild. Damit wird das Bild hier eingefügt. Jetzt kann ich hier noch einen Text hinzufügen. Ich tippe hier einmal auf die Zeile. Jetzt gebe ich hier meinen Text ein. Und hier ist das Symbol zum Absenden der Nachricht. Und auch hier steht wieder MMS. Vorsicht, eine MMS kann Gebühren verursachen. Ich möchte diese MMS an Anne jetzt aber abschicken. Deswegen tippe ich hier auf das Symbol. Und die Nachricht wird abgesendet. Damit habe ich Anne ein Bild gesendet. Hier links oben komme ich zurück zu meiner Übersicht. Als nächstes möchte ich auch noch an Barbara ein Bild senden. Ich tippe also hier auf Barbara. Und hier sehe ich, dass ich mit Barbara über Chat verbunden bin. Das heißt, ihr kann ich Nachrichten über das Internetnetz schicken. Dafür mache ich meine WLAN-Daten hier wieder an. Schließe den Schnellzugriff. Tippe hier wieder auf mein Symbol, um ein Foto anzufügen. Jetzt wähle ich hier ein anderes Foto aus. Ich tippe wieder auf die Zeile für Text hinzufügen, füge hier meinen Text ein. Und hier an diesem Symbol steht jetzt nicht MMS. Das heißt, diese Bildnachricht wird nicht als MMS versendet. Ich tippe hier einmal drauf und damit wird auch diese Nachricht gesendet. Hier links oben komme ich zurück auf meine Übersicht. So können Sie also eine Nachricht mit Bild versenden. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie Nachrichten wieder löschen. Schauen Sie wieder rein. Nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!